Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von. Warum öffne ich wieder? Ich bin halt immer noch so in dem Film von damals, wo ich mal Terminal geöffnet habe. Brauche ich doch gar nicht mehr machen. Sakrelik. So. Dann fahren wir weiter mit unserem wunderschönen elektrischen LKW. Warum braucht es so lange? Achso, weil der erste Start, wollte gerade sagen. Hey, der lädt normalerweise viel schneller. Ja. Jetzt lädt er ganz schnell. Bam. Also das hat sich echt. Geht's. Das ist auch eine der neuen Sachen an einer 1,50. Die Ladezeiten haben sich so krass verbessert. Ich weiß sogar, wie sie es intern hinbekommen haben. Und dann bleiben sie immer geradeaus. Fällt eigentlich jedem auf, der die interne Dateistruktur von ETS geradeaus und ATS im Auge behält. Sehr gut, Mädel. Immer geradeaus und dann rechts abbiegen. Hä? Wo müssen wir jetzt lang? Achso, doch hier. Biege nach rechts ab. Alter. Bibbelt der mir das auch voll hier? Was ist los? Weil man hatte halt immer so eine große Base-Datei, also diese Base. Doch, base.scs, ne? Genau. Und diese Datei, die wurde halt immer und immer größer von Version zu Version. Und die haben sie jetzt halt aufgesplittet. Warum fällt der so und so langsam? Die haben sie jetzt halt aufgesplittet, sodass du nicht nur noch eine Base-Datei hast, die halt riesig groß mittlerweile ist, sondern du hast jetzt halt mehrere Base-Dateien, also Base-Vehicles, dann Base-Map. Auf jeden Fall haben sie es halt aufgesplittet und damit können sie es halt wesentlich feingranulierter laden und dementsprechend halt, ja, zum einen das und zum anderen vor allen Dingen halt, dass das jetzt halt asynchron geladen wird. Oh, DAF! Nice! Und dahinter gleich noch eine Recruiting Agency. Ach nee, andersrum. Erst und dann. Okay. Auf jeden Fall, genau, hat sich das, wie gesagt, Ladezeiten drastisch verringert. Hat doch interessante Effekte, ne? Wenn du jetzt zum Beispiel in eine Welt gehst, dann spürst du, wie er teilweise die Sachen einfach erstmal nachlädt. Ne? Also er lädt nicht mehr alles, wenn du das Spiel startest, sondern er lädt quasi erstmal nur das Grundlegende und sobald du in der Welt bist, werden die anderen Sachen dann einfach nachgeladen. Dadurch verringern sich natürlich drastisch die Ladezeiten. Auch wenn du denn erstmal siehst, wie sich so Sachen, also ein paar Sachen aufbauen. Aber hey, lieber so, als jedes Mal ewig warten zu müssen. Normalerweise sollte man bei so einem Auflieger ein bisschen Sicherheitsabstand halt einhalten. So. Oh, ernsthaft. Ich hab deine Oma gebumst. Komm her jetzt hier. Wie ich dich abziehe. Du mit der, was immer du da fährst. Was ist denn das? Ein DAF. Darf noch ein DAF sein? Oder vorne wird es wieder enger. Und wieder langsamer. Ah ja, ein Elektroauto hinter, vor einem Elektro-LKW. Immer geradeaus.
immer geradeaus. Wird doch grün. Los. Ah, da vorne ist ja schon ein Ziel. Wie praktisch. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Endlich, wir sind da. Und damit haben wir unsere erste Mission mit einem Elektro-LKW gemacht. Yay! Guck mal, jetzt hat er auch weiße Räder. Sehr interessant. Anwenden. Firma. Wir haben zwei neue E-Mails. Selbstständige. Warum öffnet er immer direkt die erste E-Mail? Ist das verwirrend? Hallo Chef, ich habe da etwas für Sie. Vielen Dank für Ihre, dank unserer Verbindung sind wir jetzt in der glücklichen Lage. Also. Boah, ich vertrete Spezialtransporte so, ja. Berufliche Veränderung ist ja auch lieb, so viel für mich. Das heißt, fand ich viel, wenn ich bitte Richtung. Okay. Warum ist Convoy gelb markiert? Geh mal kacken hier. Außergelber Punkt. I don't like it. At all. Ja, gebraucht LKW. Ja, geht auch jetzt wieder mit 100.000 los. Das ist so dumm. Bei ATS hatten wir genau das gleiche Pech. Normalerweise hatte ich, bei meinen ganzen privaten Spielständen, da hatte ich immer das Glück, dass LKW schon für 30.000 zu finden waren. Aber bei ATS hatten wir nur welche für, ich glaube, sogar über 100.000. Wobei, nee, doch, da waren noch welche unter 100.000. Aber eben auch nur so, also mindestens 90.000. Und hier jetzt genauso. Was ist das für ein Bullshit? So bringt uns ja gar nichts. Also, Bullshit. So. Schnellauftrag. Let's go. Und dann haben wir unsere ersten Spezialtransporte mit einem Volvo. Aha. Hightech-Gerät. Nee, aber ganz ehrlich, so Spezialtransporte ist noch nicht so meins. Was ist denn hier? Leberwurst. Da hinten. Tja, ich würde gerne erstmal noch ein bisschen weiter die Map aufdecken. Wir machen mal hier. Aber was haben wir eigentlich sonst so? 22 ist so unsere Liga. 22 sind nur 16. Ah, schon wesentlich weniger. 15 wird immer noch mehr. 18. Oh, aber wir haben einen Elektro-Truck. Jawohl, ja! Gut, machen wir erstmal hier unten. Und dann will ich mal gucken, ob wir da oben noch eine Mission finden. Also nochmal Elektro-Truck fahren, okay. Das gefällt mir doch. Aber mal gucken, ob er wieder schwarze Räder hat. Tatsächlich. Ob das ein Fehler ist? Lass uns loslegen.
immer geradeaus. Mach auf da vorne. Geradeaus. Hey, ich komme. Am Kamerad. Diese Schranken-Operator. Ich sag's euch. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Jetzt können wir ganz kurz gucken. So, er sagt noch 380 Kilometer schaffen wir. Das heißt, am Ende des Jahres, aber ist er gerade durch die Dinger durchgefahren? Sagt gerade fast so aus. Das heißt, am Ende müssen wir noch 80 Kilometer übrig haben. Aber wie gesagt, wir müssten eigentlich viel, viel mehr übrig haben. Auf den Elefantenbrenner vorne. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Bitte rechts halten. Ach so, du bist doch rechts, boah. Was war der Junge? Warum hältst du? Alter, hier ist 60 erlaubt und der bringt auf 40 runter. Was ist los mit dem? Nein, nein. Weil ich witzig, wie man im echten halt den Himmel kaum noch, also, ne, der relativ dunkel ist. Aber in diesen Overhead-Rückspiegel, da hat es halt richtig. Bitte links halten. Leuchte blauer Himmel mit funkelnden Sternen und allem drum und dran. Sie sieht einfach aus wie am Nordpol. Oder auf irgendeinem hohen Berg. Das ist schon ein bisschen verrückt.
Oh, ich glaube, nach der Folge mache ich erstmal Pause. Er wird immer hitziger. Immer heißer. Habe ich schon meine Lüfter angemacht. Und trotzdem wird mir warm. Das ist nicht gut. Die letzte Folge mache ich dann heute Abend, wenn dann das Gewitter durch ist. Und dann hoffentlich ein bisschen kühler geworden ist. Warum so langsam, mein Freund? Du mit deinem Weltenauflieger. Bitte links halten. Warum mal freundlich hier? Geht das gerade bergab hier? Oh, war noch vorne los. Oh, da vorne ist Maut. Unsere erste Mautstelle. Aber ich glaube, wir kommen rechts durch. Oh, und Zoll. Grenze. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Oh,
Der Ringgeräusch kam mal mit einmal. Was ist denn da los? Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Biege nach rechts ab. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. So, keine Fragezeichen. Also, besser Formpause machen. Ha! Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab.
immer geradeaus. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Gut, darf ich mal sagen, machen wir an der Stelle eine Formpause. Und dann sehen wir uns später zu einer weiteren Folge wieder, wenn es wieder ein bisschen dunkler geworden ist. Bis dann.